Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Letzte Folge haben wir hier diese wunderschöne Achterbahn gebaut. Und ja, was soll ich sagen, die ist jetzt geöffnet. Leute, kommt rein. Hier glänzt Feuerwerk zur Vorfreude. Passt doch, dass davor gleich diese Prinzessin davor rumhampelt und sie so denkt, ach, ich bin eine Prinzessin. Es gibt doch hier irgendwo diese kleinen, hier diese Piraten. Nein, das war nicht, was ich wollte. Es gibt doch hier so, wie so kleine Weihnachtsmärkte sieht das aus. Chief Beef, nein. Getränke, vielleicht ist unser Getränkeladen mit drin. Nee, hier ist es irgendwie nirgends. Ich dachte... Nee, das ist es auch nicht. Nein, das ist es auch nicht. Ich bin nicht jetzt einfach auch nur dämlich. Ich dachte mal, hier gibt es so wie so ein... Das sieht aus wie so ein Kreis und... Vielleicht haben wir dafür noch nicht alle Läden erforscht. Okay, in diesem Fall bauen wir einfach mal einen Getränkeladen hin. Welches Design machen wir hierfür? Vielleicht so Piratenvilla. Einfach mal was Größeres, aber... Das versperrt halt irgendwie übelst den Eingang. Hey, die fühlt sich ja ziemlich gut. 59, glaube ich, das kann ich besser. Souvenirläden, vielleicht eher was zum Essen. Weil keine Ahnung, was macht man am liebsten in irgendeinem Freizeitpark, sich überteuertes Essen kaufen, was denn auch sonst. So. Das ist jetzt alles sehr piratig, aber ich finde piratig vielleicht auch nicht mal schlecht. 100% perfekt, können wir teurer machen, 16 Dollar. Viel Spaß. So. Jetzt machen wir da aber noch irgendwie so ein Geldautomat oder so ein Scheiß hin. Dann ein Souvenirladen. Weil die anderen Souvenirläden sind ja grundsätzlich überfüllt. Können wir da einen hinbauen? Skyfy. Nein, ich möchte einfach einen normalen Souvenirladen. Gibt's keine, wo nicht halt irgendwie extrem riesig ist, einfach nur? Bist halt auch extrem riesig. So, perfekt. Jetzt brauchen wir halt noch Sicherheitskameras und alles Mögliche. Also, Szenerie. Mülleimer. Bänke. Hier, Fassbank. Die passen dazu. Kannst du bitte einfach irgendwo eine Fassbank aufstellen? Danke. Und noch ein paar Mülleimer. Die sind wichtig, weil ich glaube, die kommen da runter und kotzen direkt mal. Okay. Ja, die setzen sich da gleich mal hin. Das ist auch schön. Sehen, dass ich nicht völlig Unrecht hatte. Alle happy? Vermutlich. Okay, jetzt haben wir hier noch sehr viel Freifläche. Da wollten wir eine kleine Achterbahn hinbauen. Also, was Kleines hinbauen. Aber da... Wir sind noch in der Forschung derzeit. Wie sieht es mit unseren Diebstählen aus? Ja, die erhöhen sich irgendwie stark. Was ist mit Benachrichtigungen? Diebstahl Monat 1, minus was? Warum minus? Also ich finde, ich habe eine geile Achterbahn gefahren, gebaut, da könnte man einfach mal ein Plus hergeben, aber okay. Spiel denkt sich so, nee. Okay, hier hinten ist jetzt auch recht gut besucht. Schon mal gut. So, jetzt können wir uns das mal in Gesamtansicht anschauen. Diese Fläche hier haben wir zur Verfügung. Diese Fläche hier haben wir bebaut. Ja, gut.
Dann sollen die halt mehrere Läden sehr billig finden. Ist nicht mein Problem. Okay, dann würde ich mal sagen, bauen wir einfach mal in die Richtung weiter. Einige Läden sind sehr überlaufen. Bö. 5 Meter und wir machen mal Länge 3. Dass wir hier müssen einen Weg bauen. Es wird hier noch weitergehen. Wie man vielleicht sehen kann. So, das reicht immer fürs Erste. So. Können wir denn irgendeine Achterbahn bauen? Wir könnten einfach mal schauen, was im Moment wie viel abwirft. Nefertis, The Madness. Nee, ich will endlich mal so eine riesen Achterbahn bauen, aber dafür brauche ich Geld und ich will kein Darlehen aufnehmen für was, was ich eigentlich kein Darlehen unbedingt benötige. Versteht ihr, was ich meine? Wir könnten auch in der Mitte mal ein bisschen weitergehen. Irgendwie ist der Park halt übelst so lang gezogen. Aber hier vorne, das soll sie ja eigentlich nach oben gehen. Da möchte ich auch einen breiteren Weg haben, weil ich vermute, dass hier dann die ganzen Leute bald lang wollen. Das ist dann so der Main-Weg. Okay. Und dann will ich hier praktisch jetzt dann das da vollklatschen, nachdem ich halt. Ich möchte es halt immer so. Wie so ein Baum so voll haben. Ich weiß nicht, ob man vielleicht so Zwischenwege bilden sollte. Ich finde halt ein so ein fetter Mainweg sollte halt reichen. Jetzt schauen wir mal, dass wir dann auf die Seite hier weiterkommen. Dann haben wir auch zwei schöne Achterbahnen. Hotel mit drin. Ja. Vielleicht, dass man hier so ein Fahrgeschäft hinmacht. Ja, man soll ja allen Platz nutzen. Das haben wir jetzt noch nicht. Oder? Das haben wir noch nicht. Haben wir eine Elektrisiermaschine? Ich bin mir gerade nicht sicher. Attraktionen und Läden. Ich sehe hier keine. Nee, ich sehe keine. Was ist da das Problem? Hammerswing? Ja, wahrscheinlich hatten die nur einen kleinen Ausfall oder so. Psychola. Hä, fährt damit halt einfach keiner, weil es so teuer ist? Nein, so lange warten die einfach nur nicht. Ist nicht teuer. Darauf wartet nur keiner so lang. Hä, obwohl da steht halt echt nicht viel an. Aber ist in Ordnung. Dann machen wir hier. Erst da vorne merke ich mir, dass da noch ein Platz ist für ein kleines Dings. So. Eingang platzieren. Machen wir den Eingang mal nach da. Den Ausgang machen wir nach da. Eingang mit Weg verbinden. Einmal so nach da so ein bisschen. Dass wir halt eine längere Schlange kriegen, weil ich vermute mal, das ist halt auch einfach überlaufen wie alles andere auch. Ich will halt nicht meinen ganzen Park voll Schlangen klatschen. So. Perfekt, kann geöffnet werden. Ich kümmere mich sofort um die Szenerie. So, wunderschön. Jetzt können wir hier ein kleines Serviceladen hinbauen, also vielleicht was zum Trinken, obwohl hier vorne halt was zu trinken ist, aber keine Ahnung, wenn trinken, denke ich mir halt immer so, die sind halt echt immer alle übelst so, boah, hier gibt's nichts zu trinken, hier ist voll. Deswegen baue ich halt bei jedem Ding wirklich. Das sieht so ein bisschen weihnachtlich aus. Können wir so einen festlichen Getränkestand vielleicht mal hinbauen? Die passt da nicht hin.
Dann machen wir wieder Märchendorf. Ich finde Märchendorf halt cool, weil die halt einfach klein und niedlich sind und überall hinpassen und einigermaßen billig sind. Und daneben vielleicht was. Erste Hilfe könnte man daneben mal hinbauen. Bei Essen wird ja nicht so sehr verlangt. Western, Piraten, Karibik, komm, machen wir Karibik. Das hat jetzt einfach kein festes Motto, sondern einfach, was gerade dahin passt. Okay. Ja. Dann verabschiede ich mich mal an der Stelle von euch und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge Planet Coaster. Bis dahin. Tschüss.